So, ich denke mal, das werde ich auf YouTube hochladen. Also es gibt ja verschiedene solcher Seitwärtskorrekturroller. Und in der Vergangenheit hatte ich versucht, den hier zu reparieren. Der war innen gerissen. Ich glaube, auf YouTube gibt es so eine Version. Egal. Ich fand auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall verschiedene Versionen. Und der war gerissen. Ich habe den dann geöffnet. Das Gerissene kann man dann einfach mit T-Sätzen wieder zusammenkleben. Allerdings wusste ich dann auch nicht mehr, wie genau war das eigentlich jetzt hier drin im Original. Es gibt auch Roller, wo das hier so abläuft und hier nicht 90 Grad gedreht wird. Hier wird das ja 90 Grad gedreht. Das finde ich eigentlich ungünstig. Besser wäre, wenn das hier vorne, ja, eben gedreht wäre, 90 Grad, dass das hier gerade rüberläuft. Jedenfalls habe ich gerade zufällig entdeckt, ich habe ja noch so einen neuen verpackt. So können wir uns mal anschauen, wie das eigentlich im Original verläuft. Ich werde das Ganze mal dann als Video zusammenschneiden und einfach auf YouTube hochladen. Hier oben läuft das so. Hier oben rüber. Dann hier. So. Und dann hier über die erste Rolle und dann hier runter. Das ist also, wie es laufen sollte, wie wir hier sehen. Habe ich das dann hier sozusagen falsch geführt? Mal schauen. Dann werde ich das hier mal einfach daran anpassen. Die sind ja vom Aufbau ziemlich ähnlich. Freut mich auf jeden Fall, das jetzt festgestellt zu haben. Und es kann ja auch anderen weiterhelfen, die ähnliche Probleme haben. Also, was bei den Teilen halt ab und zu passiert ist, dass es einfach reißt. Und da kann man es öffnen und innen kleben. Gibt es auch Videos auf YouTube. Aber jeder hat ja ein anderes Modell. Die sind ja unterschiedlich gebaut. Die sind jetzt auch ein bisschen unterschiedlich gebaut. Die Äußerlichkeit. Aber innen sind die schon ziemlich ähnlich. Ja, es gibt aber auch Roller, wo das hier nicht gedreht wird. Die finde ich, also das finde ich eigentlich schlauer. Ich glaube, es ist nicht praktisch, wenn das hier so 90 Grad dann so gedreht wird. Also von hier, von dieser Richtung und dann hier so. Also ja, ich glaube, da kann dann auch, ja, können eher Probleme auftreten bei diesen Modellen, habe ich das Gefühl. So, schauen wir mal, wie das jetzt läuft hier. Ja, sorry, gut.
etwas verdreht, glaube ich. Es gibt auf jeden Fall Geileres. Ist auch echt schwierig, das alles zu spannen. Man muss überall festhalten. Hier muss ich jetzt draufhalten, dass das hier nicht hoch rüberrutscht. Hier diese Rolle muss festgehalten werden. Weil ansonsten, wenn ich jetzt hier, dreht die sich ja. Und ich will das ja spannen. Das sollte schon gespannt sein, das Ganze. Alter. Ey, willst du mich verarschen oder was? Meine so. So, mal testen. So, Test, Test, Test. Halli, falsch geschrieben. Das I muss weg und ein O hin. So, hier haben wir jetzt einen Roller. Und nicht ziehen, sondern schieben. So. Kriege ich das denn alles hin mit Karte festhalten mit dem Finger. Kamera. So. Das ist echt nicht geil. Die Kamera am besten wieder oben drauf hier. Und auf diesen Turm. Oh, bleibst du mit so stehen hier, oder? Hallo? Hallo? Wünscht mir Glück. Hier klemmt doch was. Ach, krass. Der Winkel muss stimmen. Nicht so steil, man muss schon so ein bisschen. Bisschen schief machen. Ja, jetzt will er nicht mehr. Klemmt irgendwo. Nicht genug Reibung. Da rollt er schon wieder in die falsche Richtung. Er sollte.
Wie kommt das zustande? Ist er nicht gespannt genug? Der ist nicht gespannt genug. Also hier sehen wir ja, was da übersteht. Das ist nicht gespannt genug. Aber gut ist, dass die Zahnräder greifen und es rollt, das eine rollt ab, das eine rollt auf. So, nochmal neu spannen. Echt, ey. Alter. Upsa. Oh fuck, Alter. Ich hasse es. Echt geil. So eine Scheiße. Ist eh fast alles Teil, aber trotzdem. Ich bin ehrgeizig. Hier muss man auch festhalten, hier vorne, weil ansonsten, wenn ich jetzt ziehe, dann sonst fällt das hier raus. Muss man da auch festhalten. Ja, man braucht Geduld und Nerven aus Stahl, echt. Ha, komm, rum da jetzt. Schon wieder abgerissen, so Scheißteil, Alter. Meine Fresse. Nochmal kleben. Hier ist es abgerissen. Genau. Und das passiert halt auch ab und zu, deswegen muss man es dann öffnen und kleben. Aber hier den ganzen. Es ist sowieso hier eigentlich alles leer. Das kann man auch mal alles. Ja. Abschneiden jetzt. Ein bisschen lasse ich drauf auf der Rolle.
Bis hier starte ich ab. Schere habe ich jetzt gerade nicht. Ich reiße es mit der Hand ab. So. Bisschen Teser. Brauchen wir ein bisschen Teser. So. Alter, echt. Junge, du Hurensohn. Wichser. Schon wieder abgegangen. Scheißteil. Scheißteil, Alter. Das war eine Scheiße. Ja, die Rolle ist verdreht.
Nervig ist halt auch, dass meine Hand hier einschläft. So, an sich ist es jetzt eigentlich ganz gut drauf. Ja, ich habe jetzt ein bisschen viel Tesa drauf. Also, man braucht viel Geduld und Nerven. Finanziell, ob sich das lohnt, sollte man nicht drüber nachdenken, einfach. Ich mache es aus Prinzip. Stich ist schließlich als kleine Herausforderung. So, nun. Alter, ist das dein Ernst, oder? Er rollt die falsche Seite auf. Vielleicht muss ich ihn andersrum drehen, suchen. Das ist nicht die richtige Richtung, oder? Ja, ist eigentlich doch, ist schon eigentlich schon richtig. Er packt einfach nicht mehr, ey. Ja, der hat jetzt aber schon wieder die falsche Seite abgezogen. Funktioniert. Hä? Ach so. Nicht schieben, sondern man muss doch ziehen. Ach, das ist also das Ding. Ziehen, nicht schieben. Also ziehen, nicht schieben. Ach so. Wenn das so ist. Ja gut, es ist hier keine Spannung mehr drauf. Den nochmal spannen. Meine Herren, unglaublich, echt. Alter Verwalter, ey, unglaublich, ey. Junge, ey. Ich fass es nicht. Meine Güte.
Alter. Nee. Spast, Junge. Ich nenne das Ganze einfach Korrektur-Roller-Reparatur-Ausraster. Kauft mein Buch. Ich verlinke die ISBN in der Beschreibung. Ich meine Fresse, Alter. Damn shit. Meine Fresse. Alter. Ey, du Wichser. Komm her. Meine Fresse, du Wichser, ey, Hurensohn. Ihr habt wahrscheinlich mehr Nerven, ne? Ihr würdet das Ding easy hinkriegen, ne? Ja, so ist es halt. Ich habe schon andere gesehen, die sagten, sie kriegen das easy repariert und dann nix. Das ist halt auch sowas. Viele spucken größte Töne, aber können es selbst nicht besser. Meine Güte. Komm jetzt da rum. So. Ja. 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 Junge, du sollst da rumgehen, habe ich gesagt. Ja, genau. Du warst doch nicht richtig gespannt. So, drei Finger. Einer da, 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 da. Oder ist er schon gespannt genug? Mal kurz testen. Ja, aber das sieht doch echt nicht gut aus hier, wie das hier läuft. Wir brauchen etwas. Das hier zum Beispiel könnte gehen. Meine Güte, ey. Alter. Oh. Mal kurz testen. Das Deckel drauf. Klappe zu, Affe tot. So. Ich habe ja jetzt gelernt, nicht schieben, sondern ziehen. So, mal gucken. Funktioniere jetzt. Hier haben wir auch weiße Klebestreifen zu sehen. Mal kurz scharf stellen. So, nun. Ja, also. Irgendwie. Warum wickelt er nicht auf? Warum wickelt er nicht auf? Nochmal neu spannen. So, noch 5 Minuten, dann habe ich auch keinen Bock mehr erstmal. Dreck. Ja, schaut euch das mal an, ey. Ist das die Möglichkeit oder was?
Ja, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? So, ich stecke das da jetzt einfach drauf. Jetzt nehme ich eine Pinzette. Alter, Junge. Meine Fresse. Echt mal. Grüne Neune. So, die Stellen festhalten. Das genug bespannt ist, ist die Frage, ne? Hier läuft doch auch irgendetwas scheiße. Mal gucken, wie ist die Spannung denn? Man kann das doch eigentlich testen. Ja, ich finde die Spannung nicht geil. Aber ich habe eine Idee. Ich lege jetzt diese Pinzette einfach hier so drauf. So. Nun. Einmal so. Dann nehme ich das hier einmal kurz hoch. Junge, willst du mich verarschen? Ah, Dreck. Dreck, ey. Mal kurz gucken. Hier beide festhalten. Mal kurz gucken. Vorne ziehen. Das geht eigentlich, oder? Nochmal testen. Aber dann reicht's auch. Ich meine, das Prinzip ist klar. Man muss einfach Geduld haben, ne, und durchhalten, nicht ausrasten. Ich weiß nicht, irgendwo soll ich mal, war ich mal eingeladen, irgendwas zu reparieren, einen Schrank oder so. Und dann hat er kurz vor dem Termin abgesagt und hat gesagt, sorry, du musst nicht mehr kommen. Ich habe das Ding mal zerstört, das Problem gelöst. Hat den Schrank einfach kaputt geschlagen. Irgendwie so kam es rüber. Kurz mal was. So. Komm, mein kleiner Sau. Ja. Problem analysieren. Es wickelt nicht auf. Jetzt wickelt es auf. Eben. Da. Seht ihr das? Habt ihr es gesehen? Ja, wie geil! Er ist gespannt. Er hat sich automatisch gespannt, oder?
Nochmal. Ja, ich glaube es nicht. Nochmal kurz. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich drehe nicht durch. Also, da hat sich automatisch gespannt. Und jetzt guckt euch die Zahnräder an, wie die sich drehen. Bitte. Ja, jetzt nicht mehr. Nochmal ein Puff. Man achtet auf die Zahnräder. Wie die Zahnräder sich bewegen. Jetzt geht nichts mehr, ne? Wieso ist er hier schon wieder so lasch? Nochmal kurz neu spannen. Oh, das ist das Magazin auch einfach leer. Da ist halt echt nicht mehr sehr viel drauf. Naja, ich hab's auf Video. Eben hat er gespannt und beide Zahnräder haben sich gut gedreht. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Das freut mich doch. Komm. Ja, das Video könnte viele Klicks kriegen. Korrekturroller, Reparatur, Ausraster. Die Leute wollen doch sowas sehen. Scheiß jetzt drauf, Alter. Ich mach das jetzt. Hallo? Ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich bin jetzt da einfach nicht rum, das Teil. Ich meine, wenn man das da rummacht, ist es da auch viel zu eng. Dann berühren sich ja die beiden Streifen. Das muss echt nicht sein. So, jetzt ist das Magazin eh gleich alle und noch verbraucht. Dann kann man sagen, war alles umsonst. So, nochmal ein bisschen Farbe. Dass man hier auch einen Unterschied sieht, ne? So. Die Zahnräder, warum drehen sich die Zahnräder denn nicht? Läuft ab, ohne dass ich das Zahnrad drehe. Kann das sein? Warum ist denn das so? Das Problem ist, dass sich das Zahnrad nicht mitdreht. Naja, ich hoffe, ich denke, das ist hoffen. Das ist ja hundertprozentig safe. Aus dem Video kann man schon was lernen.
zumindest, dass es echt scheiße ist. Ich habe gerade das Gefühl, es ist ziemlich gut gespannt. Krass. Sieht optisch echt gut aus. Nochmal kurz optisch prüfen. Da ein bisschen weiter runter. Soll das funktionieren, bitte? Obwohl, doch, ich glaube schon. Das. Draht. So, sieht optisch gut aus. Reicht auch nicht, das Video geht fast eine Stunde und ich meine, ich bin genug schon hier, ist ausgetickt, ey. Diese Seite, ja, der Selbstversorgerkanal, Werbung noch für den Selbstversorgerkanal. Moment, noch mal kurz was testen. Überhaupt die Zahnräder kurz testen. Hier festhalten, hier festhalten. Ja, es ist das Magazin fast leer. Ja. Magazin leer. Jetzt safe bringt eh nichts mehr was irgendwas. Also, aber vielleicht, ob ich den wegschmeiße, ob man den auffüllen könnte. Ja, ich behalte den erstmal als Andenken an diese Scheiße hier.